Froping, was taugt die Gewürzmischung Die Höhle der Löwen? Warum verfeinert man jegliche Gerichte, nur Obst nicht? Das haben sich die Froping-Gründer Florian Hornig und Marcel Büttner gefragt. Mit ihren Gewürzmischungen sollen Äpfel, Birnen, Bananen und Co. zur wahren Geschmacksexplosion werden. Aber hält Froping, was es verspricht? Und haben es Früchte nötig, gewürzt zu werden? Gala hat die drei Gewürzmischungen Dark Coconut, Lemon Chili und Sweet Hibiscus getestet. Die Gewürzmischungen von Froping sind kinderleicht anzuwenden, denn sie werden einfach nur als Topping über das Obst oder auf alles, was sie sich sonst mit Früchten zubereiten, gestreut. Auf der Website des Startups findet man außerdem allerhand kreative Rezepte. Die Gewürzmischung und Früchte vereinen. So soll sich mit dem Lemon Chili Topping eine fruchtige Mango Aioli herstellen lassen. Während das Sweet Hibiscus Topping für einen leckeren Overnight Chia Pudding mit Erdbeeren geeignet ist. AT=M00H268/77V81H0ZP. Ich starte mit Dark Coconut. In der Dose befinden sich Kokosflocken. Ummantelt von aromatischem Kakao und verfeinert mit etwas Zimt und Nelke. Laut Gründer soll die Gewürzmischung besonders gut zu Banane, Apfel, Birne, Orange oder Erdbeeren schmecken. Außerdem lassen sich Fruchtmüslis und Joghurts damit verfeinern. Ich streue das Froping über einen Vanillequark mit Heidelbeeren und bin überrascht. Das Topping gibt meinem gesunden Frühstück eine schokoladige Note, die aber nicht zu süß ist. AT=M00H268/77V81H0ZP. Hinter der Sorte Lemon Chili verbergen sich feurige Chilischoten, Limettenaroma und feinstes Meersalz. Öffne ich die Dose und rieche an der Gewürzmischung. Kann, und will, ich mir das Ganze nicht auf meinem Obst vorstellen. Das ist jedoch bloß mein persönlicher Geschmack. Deshalb werde ich experimentierfreudig und streue das Gewürz über mein Avocado-Brötchen, und hier überzeugt es auf ganzer Linie. Es gibt meinem Frühstück eine frische und nicht zu scharfe Note. Die Gründer empfehlen übrigens auch, Salaten mit dem Froping einen letzten geschmacklichen Feinschliff zu verpassen. Alternativ, Ananas, Wassermelone oder Pfirsich auf den Grill werfen und das Topping darüber zu streuen. AT=M00H268/77V81H0ZP. Für alle, die es gerne süß-sauer mögen, ist das Sweet Hibiscus Topping für Früchte möglicherweise genau das Richtige. Das Superfood Hibiscus wird hierfür mit Kokosnussraspeln und Kokosblütenzucker vermischt. Zum Frühstück habe ich Haferflocken, Hafermilch, Walnüsse und TK-Himbeeren mit der Gewürzmischung getoppt. Laut Gründer soll das Froping gut zu Himbeeren passen, mir persönlich war es aber etwas zu sauer. Alternativ könnte ich mir das erfrischende Topping jedoch gut auf Bananen oder im Joghurt vorstellen. Gewürze fürs Obst klingen erstmal nicht sehr vertraut, doch wenn man sich Nüsse, Samen und Co. über die Acai oder Müsli-Bowl streut, warum dann nicht auch leckere Gewürzmischungen? Froping gibt süßen und auch herzhaften Gerichten eine wunderbare Geschmacksexplosion. Natürlich ließen sich auch fernab von Froping Kokosraspeln und Kakaopulver über das Obst streuen. Doch wer es unkompliziert mag, der macht mit dem Griff zu den fertigen Gewürzmischungen von Froping nichts falsch. AT=M00H268/77V81H0ZP. Sie haben eine Folge verpasst oder wollen einen Überblick? Alle weiteren Infos zu Die Höhle der Löwen finden Sie hier. Verwendete Quellen: Die Höhle der Löwen, Fox, Froping. Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Kaufen Sie darüber ein, werden wir prozentual am Umsatz beteiligt. Genaueres dazu erfahren Sie hier.